Willkommen zu einem neuen Part. Pokémon Omega Rubin. Randomizer Nuzlocke. Ja, was wir heute machen wollen. Nochmal so ein bisschen die Trainer abgrasen. Und vielleicht kommen wir damit ja schnell durch. Dass wir vielleicht die Arena noch anfangen können. So, hier haben wir schon angefangen bis zu ihr. Machen wir die anderen hier auf der Route noch fertig. Dass unsere Pokémon so Richtung Level 20 sind. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht und mit Mampf, also mit Mampfaxu. Ich bin mir nicht sicher. Relaxo ist eigentlich schon cool. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn trainieren will. Obwohl rein theoretisch Relaxo viel Leben, ist stark, hat eine Verteidigung und wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht für so eine... Ich bin so dumm. Okay, er macht nur Nassmacher. Boah, hätte der jetzt eine Wasserattacke gemacht. Eigentlich wäre Relaxo eine gute Option für einen Nuzlocke. Ah, ich bin mir so unsicher. Nö. Ja komm, dich beißen wir auch noch eben tot. Oh mein Gott. Sein Biss haut ganz schön rein. So, Grimlock ist jetzt fertig. Grimlock ist jetzt Level 20. Können wir... Wie haben wir ihn genannt? Wabli, ne? Können wir Wabli mal trainieren. So. Ja, Uri trainieren wir nebenbei. Erstmal gucken wir jetzt, dass Wabli stark wird. Wabli zu trainieren. Xerox Need. Hoffentlich finden wir einen Xerox. Dann hätten wir ein Mega-Pokémon. Hallo, Ich will da rein. So, bist du die letzte Trainerin von der Route? Rechts von der Stadt und oben... Ich glaube, oben von der Stadt sind gar keine Trainer. Werden wir aber mal gucken. Und rechts von der Stadt sind ja nicht so viele. Das heißt, wir werden wahrscheinlich mit der Arena gleich anfangen können. Und du hast keinen Flugangriff. Okay, was macht Säuselstimme? Alter, bring mein Wabli nicht um. Okay, Uri. Dann musst du jetzt hier ein bisschen zeigen, dass du der Stärkere bist. Ja, Wabli zu trainieren wird schwierig. Wablu. Lass mich mal eben gucken.
Wann lernt er denn mal irgendwas Vernünftiges? Boah, der lernt ganz lange gar nichts. Schwierig. Und es entwickelt sich erst auf Level 35. Schnabel lernt er nicht mehr. Schnabel hat er schon gelernt. Müsste man ihm wieder beibringen bei so einem Attackenerinnerer. Und den haben wir nicht. Der kommt, glaube ich, erst sehr spät. Boah. Also wenn wir keinen Angriff für Wabli kaufen können, wird Wabli eine ganze Zeit lang nutzlos sein. Au. Okay, welches Level ist denn der Gegner? Level 17. Komm. Greif dich selbst an. What the fuck? Komm schon, Crit. Weil Nachtnebel macht ja immer so viel Schaden wie das Level von dem Pokémon. Deshalb habe ich Uri drin gelassen. Okay, ich sollte austauschen. Nimmt Grimlock noch ein paar EP mit. Los, bis. Nice. Oh, ein kleines süßes Pie. Aber du bist tot. Okay, hätten wir das hinter uns. Gucken wir mal eben, was so in Wiesenflur abgeht. Aber ich glaube, da ist nicht wirklich irgendwas. Hier wäre ein Pokémon-Wettbewerb. Ja, genau. Shop, da können wir mal gucken. Leuchtstein, Duftbeutel, Zauberwasser. Bringt mir gar nichts. So, eben mal alle wieder fit machen. Hab ich überhaupt irgendwas, was ich Wabli jetzt schon beibringen könnte? Nein. Nein, nein. Okay. Hat da wenigstens einen Angriff mehr. Mit dem man vielleicht irgendwas machen kann. Jetzt gehen wir hier mal eben rein. Genau. Und ich weiß, man kann hier irgendwo raus und dann ist man
In so einem Bereich, wo man, glaube ich, ein Item finden kann. Das weiß ich auch noch. Mach mal eine Windhose. Macht kaum Schaden, okay. Mal gucken, ob du ihn eingeschläfert bekommst. The fuck? Okay. Okay. Das war knapp. Wir hätten fast unser kleines süßes Wabi verloren. Durchbruch. Aber Hochmut ist so gut. Und ein Mushas. Sieht das derpy aus. Kann ich bitte... Danke. Muss ins Pokémon Center ganz schnell. Bitte, Schwester Joy. Heil mein Wabli. Bitte, bitte, bitte. Boah, wenn ich mir dann vorstelle, Mampf zu trainieren. Boah, das wird ja die Hölle. So, hier oben war nichts, ne? Blattstein. Genau, hier war nur wegen Zertrümmerer. Dass man das doch bitte zertrümmern soll. Damit das Mädel zu ihrem Freund kann oder so. Irgendwie sowas war das. Aber irgendwie... Ja, hier. Hier war noch ein Ausgang. Genau. So, wo war es denn? Irgendwo liegt hier ein Item rum. Ist das? Oder lag hier noch irgendwas? Ich hab doch... Zauberasche. Okay, Zauberasche kann ich aber nicht benutzen. Belebt ein Pokémon wieder und das, ja, das machen wir ja nicht. Ja gut. Dann können wir Wiesenflur auch schon wieder verlassen. Und uns auf die andere Seite begeben. Beziehungsweise, wir schauen mal eben hier nochmal rein. Weil hier haben sie doch TMs verkauft, oder? Will ich das? Weiß ich nicht. Zenitstürmer. Zenit.
Stürmer. Ist vom Typ Flug. Ist eigentlich nur ein Angriff, den Rayquaza machen kann. Ich meine, ist eine Menge Geld. 10.000. Ich will nicht einfach 10.000 kaufen und dann war es nutzlos. Das ist schon mal scheiße. Senkt meinen Angriff und meine Verteidigung. Draco-Meteor ist eh kacke. Nee, bringt nichts. Ich kann keine Tems hier kaufen. Beziehungsweise, ich kann Tems kaufen, aber die sind halt nicht optimal. So, meine Freunde. Was geht hier bei euch ab? Chalelos. Oh. Ein blaues Chalelos. Super. Level 16. Okay, passt ja. Hallo? Du sollst es einschläfern. Komm schon, Wabli. Wenigstens einen Kampf, den du alleine gewinnen kannst. Ich bitte dich. Und ich bitte dich nicht um viel. Ach du Scheiße. Macht ja gar keinen Schaden. Ich denke mal, ich werde mit Windhose weiter angreifen. Wabli soll mal selbst einen Kampf gewinnen. In der Hoffnung, dass Chalelos vielleicht ab und zu mal zurückschreckt. Hoffentlich hat die Gegnerin danach noch so ein kleines süßes Pokémon, was Wabli besiegen kann. Au. Okay, geht. Ja, wenn ich Aquawelle lese, dann denke ich immer, dass das sehr weh tut, weil Aquawelle eigentlich ein recht starker Angriff ist. Aber Wabli tankt das ganz gut weg. Gratulation, Wabli. Dein erster gewonnener Kampf. Und dann kriegst du so wenig EP dafür. Ah, ich hätte Uri reinschicken sollen. Uri hätte die IP besser gebrauchen können. Oh, Wabli braucht halt auch so viel Erfahrung, habe ich das Gefühl. Da Zauberasche. Mega gut, Zauberasche, wenn man die Pokémon wiederbeleben darf. Eins, zwei, drei.
Ein Riesennugget. Oh mein Gott. Okay, zwei, drei Trainer haben wir hier noch. Oh, nicht gut. Elektro gegen Flug. Mm-mm. Kannst du direkt vergessen. Kannst kein Elektro-Pokémon oder kein Flug-Pokémon gegen Elektro-Pokémon kämpfen lassen. Ein Donnerschock, Donnerblitz oder sowas. Und Wappli geht down. Oha. Ja, okay, Funkensprung ist ein physischer Angriff, ne? Klar macht der so viel Schaden bei Uri. Okay, dann haben wir dich noch. Stimmt. Wenn wir oberhalb von der Stadt gehen, dann haben wir auch noch dieses Haus mit Mutter, Vater, Kind, Oma. Das haben wir ja auch noch. Da können wir ja auch noch trainieren. Okay, Flammbaby. Fee und Pflanze, irgendwie sowas war das, glaube ich. Windhose sollte, glaube ich, nicht viel Schaden machen. Komm nochmal. Schade. Aber ist schon gut, was du da machst, Wabli. Komm nochmal viermal. Ernsthaft. Level 16, yay! Auch in Ordnung. Sollte Wabli mit klarkommen. Komm schon, schläfer ihn endlich ein. Warum wehrt er die Attacke immer ab? Das kann doch nicht wahr sein. Wir greifen an. Wir kriegen ihn anscheinend nicht eingeschläfert, also einfach angreifen. Macht keinen Sinn, jetzt noch weitere Runden zu verschwenden. Und Gesang funktioniert einfach nicht. Komm schon. Triff doch mal fünfmal. Okay, nice. Vielleicht wird Mampf auch so ein bisschen unser VM-Sklave. Ich weiß noch nicht. Eigentlich müsste ich mal offscreen so eine kleine Trainingsrunde einlegen. Wo ich die Pokémon mal auf ein gleiches Level trainiere. Was ich ja dann im nächsten Part als Zeitraffer mal eben durchlaufen lassen kann. Eigentlich müsste ich sowas mal machen, ne? So, waren hier überhaupt irgendwelche Trainer? Nein, du bist kein Trainer. Ihr seid die Familie. Und da oben kommen wir nicht durch. Ja, komm.
Warte mal. Dann will ich dich tauschen. Dann will ich dich tauschen. Dann will ich mit Uri anfangen. Käfer, Könnte eigentlich gefährlich sein, oder? Wenn er mit sowas wie Käfer brummt oder sowas. Käferangriffe sind, glaube ich, effektiv gegen Psycho, oder? Okay, nice. Weg mit dir. Starer Lilly. Ja, komm, wir probieren's. Ja, du hast zwar dein Lichtschild, aber Uri ist trotzdem noch recht stark. Ja, guck mal, Flügelschlag. Warum kann Wabli nicht Flügelschlag? Sollte Wabli sich mal ein Beispiel rannehmen an diesem kleinen Starrer Lili. So. Hintereinander. Das heißt, ich kann jetzt nicht wechseln. Okay. Danach kommt Tochter und Omi oder so. Ein Mundtier. Okay, da muss Uri direkt raus. Aber ich habe den perfekten Gegner. Der ist schon Level 20. Oha. Los, beiß ihn tot. Komm schon, Grimmy. Ja, ey, kannst gerne eine Zugabe haben. Ich beiß dir deine Arme ab. Ja komm, reicht doch auch. Ja, natürlich triffst du fünfmal. Level 21, yay. Nice. Okay, eigentlich muss ich mich jetzt nur um Wabli und Mampf ein bisschen kümmern, ne? Du bist stärker als Mami? Wow. Aber ich bin auch stark, wirklich, ganz ehrlich. Werden wir ja gleich mal sehen. Sie hat drei Pokémon. Wir schicken Iroh rein. Und dann machen wir eine Finte. So, was hast du noch? Iroh wird jetzt gerade warm. Was hast du noch für mich? Ein Serpifeu. Oh. Cooles Pokémon. Wir probieren es mal. Sollte eigentlich reichen, oder? Ja.
Natürlich reicht das. Igamaru sieht so cool und so süß aus. Wie können seine Entwicklungen so schlecht später sein? Warum konnte da nicht was Gutes aus seiner Entwicklung werden? Verstehe ich nicht. Wie konntest du nur meine Enkelin zum Weinen bringen? Schäm dich. Dafür werde ich deine Pokémon ordentlich in die Mangel nehmen. Oh. Soll ich jetzt Angst haben? Waumboll. Wow. Ich habe so viel Angst. Ich weiß aber nicht, was dieses Waumboll kann. Ich glaube, es ist Pflanze Fee. Irgendwie sowas, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob es stark sein kann. Okay, das hat er schon mal gut weggesteckt. Ist alles nicht wirklich effektiv. Ja, tschüss. Und das war's. Kriege ich wenigstens irgendwie eine Belohnung? Machoband. Wow. Danke. Okay. Okay, wir haben alle Trainer hier besiegt. Hat doch länger gedauert, als ich gedacht habe. Wir haben es nicht in die Arena geschafft, aber wir haben die Pokémon soweit auf einem vernünftigen Level. Ich überlege mir das mal. Wenn ich der Meinung bin, ja, ich will Wabli und Mampf jetzt auch Richtung Level 20 trainieren im hohen Gras, dann mache ich das, lass die Aufnahme laufen und zeige es im nächsten Part als Zeitraffer. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Nun gut, Leute, das war es auf jeden Fall für heute. Hat mich gefreut. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sage ich mal, bye bye.